Hallo zusammen, wir fangen an mit dem kombinierten Kapitel 13 und 14. Die Rubrik für das Kapitel 13 ist Medien und Technik und wir machen heute alles klar und Thema Nummer 1, was gibt's im Fernsehen? Also, wir sprechen über das Fernsehen und auch andere Medien in Deutschland. Wir haben auch eine grammatische Struktur. Und die Struktur ist zu plus Verbformen. Insbesondere sehen wir uns die Verben brauchen und scheinen an. Die kommen sehr oft mit zu plus Infinitiv-Verbformen vor. Hier sehen Sie ein paar Medien. Und hier die Frage, was bedeutet Medien? Hier sehen wir Zeitungen. Und hier sehen wir auch Zeitungen. Das sind in den USA The New York Times oder in Wilmington Star News. In Deutschland gibt es Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung und auch andere regionale Zeitungen. Fernsehen. In Deutschland gibt es ARD und ZDF. Das sind so wie NBC, ABC, CBS. Es gibt auch in Deutschland Kabelfernsehen, zum Beispiel ZDF Sport, Sat.1, Arte, RTL etc. Und dann gibt es auch Streaming-Service wie Netflix, ZDF Sport, Magenta TV, Disney Plus und DW. Es gibt natürlich auch das Radio und ARD hat auch einen Rundfunk. Antenne Bayern, WDR 1 Live, DW gibt es auch im Radio, Sport 1 und so weiter. Hier sehen wir eine Statistik über die Sozialmedien in Deutschland. Anteil der Onliner in Deutschland, die folgende Sozialmedien nutzen in Prozentzahl. YouTube benutzt 74% der Befragten. 71% sagen WhatsApp, 69% sagen Facebook, 37% sagen Instagram und dann gibt es auch andere Foren, das heißt die Pluralform von Forum, Pinterest, Blogs, Twitter und dann gibt es Crossing. Crossing ist eine Karriere, Job, Beruf-App. Und dann gibt es Snapchat, LinkedIn, Stay Friends. Stay Friends ist für alte Schulfreunde, Schulfreundinnen und so weiter. Hier sehen wir noch eine Infografik. Ist das Fernsehen immer noch wichtig in Deutschland? Ja. Also, 252 von 300 Befragten sagen, ja, das Fernsehen ist immer noch wichtig. Hier sind zwei Seiten von einem Fernsehmagazin und das ist ZDF und RTL. Hier sehen wir 5:30 Uhr, 9 Uhr, 9:05 Uhr und es geht durch den ganzen Tag bis 19:25 Uhr. Passen Sie hier gut auf. 9:05 Uhr. 11:15 Uhr, 14:15 Uhr. In Deutschland beginnen Fernsehsendungen nicht nur um die Uhr. Manchmal beginnen sie um 5 Minuten nach oder 15 Minuten nach. Und hier bei RTL gibt es 18:45 Uhr aktuelles Wetter und weiter TV-Serien. Hier machen wir die Aktivität Nummer 1, das Fernsehprogramm. Suchen Sie im Fernsehprogramm eine Sendung, die zur Kategorie passt und sagen Sie auch, um welche Zeit die Sendung läuft. Hier zum Beispiel Nachrichten. Um 15 Uhr gibt es Tagesschau. 2. Wetterbericht. Wann gibt es hier bei ARD einen Wetterbericht? Hier sehe ich das Wort Wetter und das ist der Wetterbericht.
um wie viel Uhr? 17:47 Uhr. Okay, Nummer 3. Krimi. Wann gibt es einen Krimi? Ich sehe hier das Wort Krimi und das Programm ist Tatort. Tatort ist eine sehr alte Kriminalserie in Deutschland. Eine sehr alte, aber eine sehr beliebte. Reportage. Ich sehe hier das Wort Reportage. Also, es gibt um 21:45 Uhr eine Reportage über den Traumurlaub in Adria. Nummer 6. Sportsendung. Was hier hat mit Sport zu tun? Ich sehe hier Tour de France. Live sogar. So, hier ist eine Sportsendung aus Frankreich von der Tour de France. 12. Etappe. Spielfilm. Sehen Sie hier einen Spielfilm? Ich sehe hier das Wort Spielfilm. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist ein sehr alter, klassischer Film. Um wie viel Uhr spielt der Spielfilm? Um 20:15 Uhr. Und Kultur. Wo gibt es hier Kultur? Ich sehe hier das Wort Kultur. So, das ist eine Kultursendung über Wyatt Earp. Um wie viel Uhr läuft die Sendung? Um 17:30 Uhr. When you're talking about a scheduled time, it is usual to state the exact time rather than 15 Minuten vor, 15 Minuten nach, etc. So hier sagen wir einfach 17:30 Uhr anstatt 5:30 Uhr nachmittags. Hier ist eine Aktivität, in der man eine Sendung auswählt. Wir machen das zwar nicht als eine Partneraktivität, aber ich wollte Ihnen mal das wichtige Vokabular hier zeigen. Wie sagt man Punkt, Punkt, Punkt? Hier zum Beispiel sehen Sie die Frage, was gibt es heute Abend im Fernsehen? Das ist auf Englisch, what's on TV today? Und das fragen wir immer. What's on TV today? Was gibt's heute Abend im Fernsehen? So sagt man das auf Deutsch. Dann, wie sagt man what's it about auf Deutsch? Wovon handelt es denn? So, das hier ist wo, Kompositum vom Kapitel 12. Wie sagt man how long is it? Wie lange dauert das? What else is on? Was gibt es sonst noch? Das sind also so Fragen, die man sich stellt, wenn man eine Sendung aussucht. Quick! How do you say, how long is it? How do you say, what's on TV? How do you say what else is on? How do you say what is it about? Hier gibt es einen Dialog zwischen Thomas und Julia. Hier sehen wir die Vokabeln. Sie unterhalten sich, das heißt auf Englisch converse. Die Nachrichten sind die News. Das Programm wissen wir schon. Das ist mir zu blöd.
ist ja klar. Die Serie, passen Sie ja gut auf, man sagt die Serie. Die Sendung und sich entschließen. Ich kann mich nicht entschließen. Jetzt hören wir den Dialog. Wörter im Kontext. Thema 1. Fernsehen. Was gibt's denn heute Abend im Fernsehen? Nach den Nachrichten und dem Wetterbericht kommt im zweiten Programm um 19.25 Uhr ein Krimi, die Rosenheim-Cops. Ein Krimi? Nein, danke. Das ist nichts für mich. Das ist mir zu blöd. Was gibt es denn bei RTL? Eine Seifenoper. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oder die Serie Alarm für Cobra 11. Auch nichts Gescheites. Was für eine Sendung möchtest du denn sehen? Na, vielleicht Sport oder einen Dokumentarfilm. Ich kann mich noch nicht entschließen. Das war der erste Teil und hier kommt der zweite Teil. Jetzt hören wir den Dialog. Cobra 11. Auch nichts Gescheites. Was für eine Sendung möchtest du denn sehen? Na, vielleicht Sport oder einen Dokumentarfilm. Ich kann mich noch nicht entschließen. Um 20.15 Uhr gibt es ein Fußballspiel. Und später, um 22.40 Uhr, kommt ein Bericht über die Arbeitslage in Deutschland. Aber keine Dokumentarfilme. Ich möchte mir mal einen guten Spielfilm ansehen. Du hast ja das Programm für heute Abend. Such dir was aus. Wie wäre es mit Cocktail für eine Leiche von Hitchcock? So ein alter Schinken. Na und? Das ist auf jeden Fall ein guter alter Klassiker. Ach nein, Moment, der kommt erst um 0.45 Uhr. Lass mal sehen. Um 22.05 Uhr läuft im MDR Tatort, das Phantom. Das ist mir auch zu spät. Wie wäre es mit einer Liebeskomödie? Bella Martha um 21.45 Uhr. Klingt gut. Wovon handelt sie denn? So what do they settle on, finally? What kind of a show is it? What time does it come on? Jetzt kommt die Grammatik. We are looking at infinitive clauses with zu. What is it? Infinitive clauses may be used with verbs, nouns, or adjectives. When used this way, the infinitive is always preceded by zu. Familie Bayer hat vor, einen neuen Computer zu kaufen. But the Bayer family is planning to buy a new computer. So here is to, and then here is the verb in the infinitive unchanged. Here in German, we have hat vor, zu kaufen. Es macht mir Spaß, E-Mail aus der ganzen Welt zu bekommen. I enjoy receiving email from all over the world. Here, we have to receive as the German equivalent. In English, however, it doesn't work as well. We have to use the adjective, the verb as the adjective. Es ist leicht, mit Freunden auf Facebook in Kontakt zu bleiben. It's easy to stay in contact with friends through Facebook. So in German, this is the infinitive. This is infinitive. This is infinitive. In English, this is infinitive. Here we do not have the infinitive. Here, this is infinitive. As we have seen before, in German, if there's two or more verbs, the verbs are as far apart as they can in a sentence bracket. So note, the infinitive with zu is always the last element of the sentence. Just like as we have seen before many times over, whenever there's more than one verb or one verb part in the same sentence, the main verb is at the end. With separable prefix verbs, zu is placed between the prefix and the main verb.
Ich habe versucht, dich gestern anzurufen. So here is a separable part and the zu goes between the separable parts. Du hast versprochen, vorbeizukommen. Again, this is a separable verb, so the zu goes between the separable parts. A comma generally sets off an infinitive clause that includes more than just the infinitive zu. No comma is used otherwise. So if you have more than just the verb and then the verb in the infinitive, such as this, this, or that, then you have to separate the verb parts with a comma. Here is ein Bingo-Spiel mit Infinitiven. Sammeln Sie vier Namen quer durch, nach unten oder diagonal auf der Tabelle. So, macht es dir Spaß, Deutsch zu lernen? Hast du versucht, ein Buch zu schreiben und so weiter? As you see here, every single question has zu plus the verb, zu plus the verb. So what is each question asking? Can you figure it out? Hier ist eine Übung und diese Übung hat auch mit zu plus Verbformen zu tun. Felix studiert Medien an der Hochschule für Technik in Dresden. Er ist ein Erstsemester und es gibt viel Neues für ihn. Bilden Sie die Sätze. Beispiel. Er hat sich entschlossen, einen neuen Laptop zu kaufen. So, what is happening here is that you have each of these leading sentences, which we will add a comma to. And we're going to continue to build sentences using one of these plus one of these. So each of these phrases has a verb at the end. However, what we're going to do is use one of these and use zu plus the verb. So what would it look like? So we have in the example, er hat sich entschlossen. To do what? So the example is einen neuen Laptop zu kaufen. Und das haben wir hier. So einen neuen Laptop. And then we have to add zu here because that's necessary for this zu plus verb phrase. So what we end up having is er hat sich entschlossen, einen neuen Laptop zu kaufen. So what you do is you take one of these phrases and add zu in front of the verb or between the verb parts. So let's do another one. Seine Familie regelmäßig anrufen. Okay? So what could he be doing with this? Let's say he decided. We're going to use that again. So er hat sich entschlossen is not going to change because he decided to do something. So er hat sich entschlossen. And then we take this whole thing, seine Familie regelmäßig anrufen. And we have the verb here, but this is a separable verb. So we will change that to anzurufen. And that would be it. So try the rest yourself. It is not very difficult. You just have to use the correct or the most appropriate leading sentence, put a comma afterwards, and then use one of these, and then put zu in front of the verb. You have to know, though, if it is a separable verb, put the zu between the verb parts. Versuchen Sie das und denken Sie nicht so kompliziert. Sprachinfo. The verbs brauchen und scheinen are often used with the dependent infinitive preceded by zu. Brauchen is used instead of the modal müssen sometimes when the sentence includes a negative. In English, we use the verb to need all the time. You need to do that. But in German, it has to include a negative. Ich brauche keinen neuen Computer zu kaufen. Der alte ist noch gut genug. So here is the negative. Scheinen is seems to.
So, das Handy scheint kaputt zu sein. The cell phone seems to be broken. Die Kunst zu leben besteht darin. Dar compound, this is called anticipatory dar compound. Zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten. Ein schöner Spruch. So, das ist so alles für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!